Du bist Magier des Pendels, korrekt? Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Magier des Pendels gegen. Giftiges Umschalten. 4 Duelle, 8 verschiedene Decks, glaube ich. Naja, zumindest 4 von mir verschieden. So muss das. So verrenken. Ja, ja. Awesome Games beim Quick 2024 Humble Bundle. Schauen, was da drin ist. Müssen wir ein bisschen das Gameboy Star was aufnehmen. Bayonetta gibt's auf Steam? Voll verpasst. Borderlands 2, Gothi. Celeste. Ja, wenn da jetzt nicht Borderlands und Celeste drin wäre, würde sich das Bundle fast lohnen. Und ein paar Sonic Adventure Spiele. Naja. Hä, was? Naja. Kannst du nicht Nein zu den Sonic Adventure Spielen sagen? Ja, vielleicht willst du ja das Humble Bundle kaufen. Ich kauf die Bayonetta ab für 2 Euro. Ja, ist das ein guter Deal? Passt, das ist mehr als ein Fünftel vom Gesamtpreis. Das sind mehr als 5 Spiele, also eigentlich ist es fair. So. Ich habe hier gerade Steam Top 10 Releases of 2023 by Full Game Revenue vor mir und es ist unglaublich, dass Lethal Company den 9. Platz erreicht hat mit einem Release Ende Oktober. Das gleiche gilt auch für Cities Skylines 2 mit dem 10. Platz. Gerade so. Einen Tag danach released. Jedi Survivor 8. Platz. Ist nicht so gut gelaufen scheinbar. Dann kommt irgend so ein FC24 Spiel. Hat wahrscheinlich mit Fußball zu tun. Wieso nicht so gut? Ist doch trotzdem gut, wenn das in der Top 10 ist. Also. Ja, aber ich glaube, dass sich so ein Studio mehr erhofft hat. Mit einem fucking Jedi-Spiel, das Ende April rauskam. Ich weiß es nicht. Also, was mich sehr überrascht ist, Hogwarts Legacy und Starfield auf Platz 2 und 3. Aber ja, war gut, überrascht mich das. Starfield, klar, haben das viele gekauft, aber die Reviews sind ja. Steam-Reviews machen halt Steam-Sachen. Und Hogwarts Legacy ist einfach geil gewesen. Muss ich irgendwann selber spielen. Und dann halt böse spielen, weil mein Streamer hat nur gut gespielt. Man muss sowieso die 3 unverzeihlichen Flüche lernen, wenn man alle Achievements will. Also, warum nicht von Anfang an einfach gleich ins Besseren sein und böse sein? Das Spiel gibt einem, was die Filme einem nicht geben konnten. Ah ja. Magier des Pendels gegen giftiges Umschalten. Ich kann mich nicht an die Karten in meinem Deck erinnern, mal abgesehen von diesem extra Game-Winning-Effekt. WTF. Langenmonster. Ich habe eine Combo gefunden, die ich nicht wusste, dass sie existiert. WTF. Jetzt habe ich die wieder auf der Hand. Kann ich zwar nicht im selben Zug benutzen, aber das ist ja krank, dass das geht. Weil normalerweise geht die aufs Extra, du kriegst sie dann eigentlich so gleich gar nicht mal zurück. Ich werde ja auch normalerweise nie, oder? Meistens ist der andere Effekt besser. Eine Achtheit, eine Achtheit. Ist du okay? Kann die was? Brauchst du die im Friedhof? Ich weiß es gerade nicht mehr, Mann. Ich hab die Fallen nicht da. Ja, aber kannst du über sie doch nicht auf die Fallen kommen? Ja, hier. Oh, okay. Lies mir das mal bitte durch. Hand oder deinem Deck? Also nicht vom Friedhof beschwören. Ich denk mir also, wenn du was auf dem Friedhof legst, dann schaust du nach was, was auch irgendwie was macht, wenn du das tust oder so. Meinst du jetzt die 8er oder die 10er? Ich werf die 10er auch mal ab, okay. Ja, okay. Ich meine, wenn du Snake Rain sowieso hast. Ist da jetzt nichts dabei gewesen, was dir was. Ja, genau der da. Hier, du kriegst 2 Zellmarken. Und die kannst du jetzt sogar benutzen, oder? Mit wem? Mit ihm selbst? Okay, nee. Mein Friedhof sagt. Das ist, glaube ich, ein anderes außerirdisches Monster. Ich tausche die Monster quasi aus. Und der andere war jetzt das hier mit dem. Spezialbeschwörung vom Friedhof.
hätte ich ein 4-Sterne-Monster. Will ich den Achtheitsüberrest jetzt spielen? Was bringt mir das? Ich habe ein Link-Deck. Ich habe Exceed. Ja, du hast Link und Exceed-Monster. Du hast zu viel ATK für mich. Das ist fürs Erste. Ach, warte mal, hier. Aber hattest du ich hatte doch so ein mit... cooles Synchro-Monster, oder nicht? Hä, Synchro-Monster? Warte, war das nicht ein Link-Monster, was die ATK reduziert? Wo ist denn der Scheiß jetzt? Ich glaube, du meinst Echidna. Ja, genau. Ja, dann ist das gar nicht mal so dumm. Gut, das da ist jetzt mein... Oh shit, warte, ich hätte die zuerst vom Friedhof holen müssen, oder? Ah, kacke. Voll vergeist. Ja, weiß nicht, ich muss deine Karte lesen. Sehen wir gleich. Geht das immer noch? Ach so, gut, geht immer noch. Und ich habe jetzt die Achtheitswasserlilie. Jetzt kannst du ja sogar Venomion und vor Friedhof beschwören. Ja, genau, genau. Das ist jetzt, dann habe ich das doch richtig das gemacht. War das der Plan, okay. Ja, also ich brauche den Achter auf dem Friedhof, WTF? Und du hast mir vorhin gesagt, dass ich... Ja, keine Ahnung. Ich lege halt normalerweise mit der Karte, wenn dann eine Karte ab, die dann einen Effekt im Friedhof hat. Aber... Die du auf den Friedhof schicken möchtest. Aber du hattest ja dann eh Snake Rain, wodurch du dann eh mehr als genug Karten... Ich meine, du brauchst 5 Karten im Friedhof, damit die Achtheit das kann. Also von dem her... Wäre das nicht die erste, die ich da reinleg. So, jetzt kommt Venomion. Man kann die nicht sogar was. Der ist auch einigermaßen stark. Hm. 500 ATK für jedes Reptilmonster. Ich dachte, er wird stärker, wenn ich ehrlich bin. Wird er auch gleich nochmal. Effekt. Ja, genau. Okay, ich will jemanden, der die außerirdischen Spielmarken vielleicht gleich von der Hand benutzen kann. Gibt es das überhaupt? Hast du nicht jemanden, der irgendwas mit der Tatsache, dass ich nur ATK habe, machen kann? Wer weiß? Wer soll das sein? Lass mich mal kurz. Lamia oder Nyami? Oder waren die nicht in dem Deck drin? Meinst du jetzt Effektmonster? Ja, Effektmonster, natürlich! Sonst können sie ja nichts machen, sie müssen ja Effektmonster sein! Die sind ja nicht zur Auswahl. Die waren auf Achtheitsbullshit und außerirdische Sachen. Naja, okay, keine Ahnung. Dann alles ich glaube, du was hast, was du direkt nutzen kannst. Falls nicht, da halt nicht. Nein, sieht nicht danach aus. Ich hole mir einen Empfänger. Kann ich vielleicht, wenn ich Spaß habe, singen. Hä, du kannst du den nicht sogar direkt nutzen? Ja, den kannst du auch bezahlen beschwören. Ja, ich seh's grad. Ja, das siehst du erst, wenn du sie auf der Hand hast. Fällt dir nicht schon vorher auf, wenn du die Karte liest. So weit habe ich nicht gelesen. Also nun kann ich jetzt trotzdem nicht singen. Er hat doch gesagt, du sollst noch was gucken, was du nutzen kannst, sofort. Oh, ich kann jetzt die L3er holen. Ja, du kannst verteilen. Was sind das bei dir? Das sind A-Zellmarken. Ja, das sind A-Zellmarken. Ich kann jetzt den kosmischen Schlitzer Zerol holen. Dann dreh ich dich in die Verteidigung, aber das macht ja keinen Sinn. Ist ja gerade 0 ATK. Ja, gut, dann. Muss ja nicht machen. Tu ich da noch nicht. Hier, let's go, bring den mal zuerst um und schauen wir, was er kann. Scheinbar nichts. Wie, was meinst du? Ich verstehe nicht, wovon du redest. Keine Ahnung, ich hab gedacht, er macht vielleicht noch irgendwas. Ja, ich hab doch seinen Effekt schon benutzt gehabt. Ja, einen davon, aber... Hä? Wie einen davon? Du kriegst mehr, ist doch jetzt egal, Mann! Ist doch jetzt egal. Ah, okay, wenn du die Pendelzone attackieren würdest, jetzt dann kann dann aber was. Kann er das jetzt auch noch? Okay.
Warte mal, Lethal Company hat nur einen Death. Der Typ ist ja jetzt Multimillionär. Krass. Ich möchte Game Dev werden, Dennis. Du musst nur das eine Hype-Stream-Game des Jahres rausbringen. Schon hast du ausgesagt. Ich weiß, sehr einfach. Was tust du mit dem? Zerstören. Sie. Okay, stopp. Das möchte ich jetzt nicht triggern. Lass mich mal lesen. Also, okay. Der ist das, ja, kenne ich. Ja, einer von sehr, sehr vielen Searchern in diesem Deck. Ja, habe ich vorhin erst benutzt im letzten Part. Habe ich da noch was Besseres? Ich habe wirklich, das sind alles nur, ich habe quasi nicht beide. Ah. Damit kann ich kann die da, das war ich auch nicht so mega viel. Okay, dann hole ich mir einfach den für Follow-up. Das mache ich aber erst danach. Okay. Es gibt aber nur in der. Und da ich kein Dingens habe, kann ich das nicht. Das war so blöd. Okay, meine Falle sagt. Okay. Töt mich. Au! Du machst mich nur noch stärker. Au! Rüstungspaar. Nominon, der König der giftigen Schlange. Ey, seitwärts angreifen ist nicht erlaubt. Hä? Ist klar, stimmt. Ja, darf nur seinen Gegner angreifen. Die beiden Karten in der Mitte sind ja neutral sich gegenüber. Hallo? Ich weiß nicht, was du gerade für einen Stuss von dir gibst, aber okay. Oh nein, was machst du denn jetzt noch? Du searchst etwa? Oh no. Oh no. Okay, keine Ahnung. Ein Horn. Thank you.
mein Gott, ich hab die Falle gezogen mit der. Ich hab nichts gesagt. Was willst du denn jetzt schon wieder? Okay, also wenn Nominon holt sich immer wieder selbst zurück, wenn er zerstört wird, wird aber jedes Mal 500 ATK schwächer. Die Seesterne-Monster muss über die Aufstieg der Schlangengottheit geholt werden. Ja. Ich kann leider nichts weiter tun, als dich anzugreifen. Sehr schade. Warte mal, was macht nochmal der Achtheitszauber, Wasserlilie? Lege 1 auf den Friedhof. Special dir nochmal ein anderes. Das ist kacke, ich will sie halt nicht in Angriffsposition. Ich sterbe. Okay. Was laberst du, dass du stirbst? Ich muss halt mal schauen, wie ich irgendwie an deinem Viech vorbeikomme. Ja, aber ich spiele trotzdem jetzt mal ein bisschen defensiv. Töte erstmal den einen, der mir Angst macht. Okay. Nächste Runde kann ich es wahrscheinlich beenden. Allein wegen der ATK-Differenz. Wir werden sehen. Wenn du mein anderes Monster nicht erledigst und ich noch irgendwie eins besorge, dann kann ich mit Echidna dich auf 0 setzen. Und brauche ich das überhaupt? 2,7 plus 1800 ist doch genau 4,5. Tatsache. Ich bin eh stark genug, um dich zu killen. Nicht einfach nur einen der 1800er angreifen. Du musst. Eigentlich müsstest du die jetzt alle in Defense setzen dann. Oh. Okay. Ist eh dein Plan. Also greifst du mein verdecktes Monster auch nicht an. Gerade überlegen, wie ich da jetzt schnell in diesem Zug noch vorbeikomme. Wenn ich keinen durchschlagenden Kampfschaden habe. Holen wir uns als erstes mal ein Monster. Aha. So, wie ich das sehe, habe ich gewonnen. Ah, weil der da drüber kommt. Ach so. Oh, was ist, was macht der? Verhindert nur irgendwie Zauberkarten. Okay, gut. Kann dein Monster nicht durch Kampf zerstört werden? Oh mein Gott! Musst du das rauszögern? Sind wir im ersten oder im zweiten Duell, Dennis? Hä, ja. Im ersten, wieso? Was ist denn? Ach du Scheiße. Okay, 4 reichen wir dann für heute. Was ist denn dein Ding? Wird nämlich, es wird halt jetzt noch eine Stunde dauern. Du bist echt am Übertreiben. Mag keine 60 Minuten Duelle. Ich meine, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Du hast nicht den da oben zerstört, was bedeutet, dass ich nichts von meinem Extra-Deck rauskrieg. Ja, ja, ich bin nicht komplett auf den Kopf gefallen. Zumindest nicht immer. Ach ja, war das wirklich geplant? Ja, schon. Das war Absicht. Okay. Ob du glaubst, dass du das hinterfragst?
Wie schlecht spiele ich denn normalerweise? Naja, wenn deine Pendelmonster vergisst. Ja, dein Linkmonster. Boing. Ich habe ja leider keine Linkmonster. Das könnte ich ein bisschen was machen, aber nein. Den Luxus gibt es nicht. Das ist immer wild. Na gut. Holen wir uns den zurück. Den wir mit Nominon abwerfen. Alles klar. Ich hätte ihn auch normeln können. Weiß nur nicht, ob das ein Vorteil ist. Ich meine, wir haben Friedhof. Aber sonst. Okay. Auf ein neues. Geht kaputt! Du kannst nichts mehr in der Hand haben. Okay, gut. Und ich dachte schon, ich muss meine Falle noch benutzen, um das zu ge. Du verarscht mich! Gibt es jetzt überhaupt irgendjemanden, der mir reden kann? Also, sofern du in Defense spielen kannst, blockst du diesen Angriff. Dann habe ich noch den 1800er übrig, der alleine dich nicht töten kann. Insofern, du überlebst zumindest diese Runde. Was mehr willst du doch sowieso nicht erreichen. Nein, ich will eigentlich Comeback-Potential haben. Ja, komm, ja, nehmen wir... Ah, okay, dann muss da hin. Nehmen wir den. Dann müsste eigentlich... Ja, dann kommt das da. Okay, das steht jetzt, falls diese Karte... Du kannst bis zwei Karten wählen, die du hast, zerstöre sie, falls siehst du. Was auch immer, Mann. Warum musst du den nochmal lesen? Den habe ich vorhin schon benutzt. Dass er seinen Effekt so schnell wieder vergisst. Ich habe den vorhin vielleicht nicht gelesen. Kann mich einfach nicht erinnern, dass du benutzt hättest. Ich darf einfach nochmal angreifen. Ach, ist ja logisch. Wir sind ja noch hier. Okay. Hältst du das auch aus? 900. 0, 2, 14. Ja, kommt jetzt 9, der Burn? 1400. 1700, kommt jetzt der Burn? 500. Kommt jetzt der Burn? Probieren wir mal was. Der Burn? Aus. Wenn ich Glück habe. Oh. Ja, ja, ich darf ihn nehmen! Ich hatte niemanden, der genug ATK hat. Aber der steht ja als 0 drin. Liegt die Karte dann nicht schon länger? Ja, schon. Aber der zweite Phenomenon liegt da erst seit letzter Runde. Okay, ja, okay, das stimmt. Und für die anderen lohnt sich's ja nicht, weil seine 1000 ATK-Begrenzung, weißt du. Ich wollte es eigentlich für Echidna benutzen. Oder ein anderes Linkmonster halt gegebenenfalls. Also, egal. Egal, ich hab gewonnen, yay. Ach, du hast Account gewechselt, deswegen ist es jetzt Rookie 1 und nicht 2. Warum bist du meine Highscale? Aber wenn ich dich jetzt losgehe, aber das ist ein Downside, oder? Ah, ne. Hat's eigentlich nicht. Ja, okay. Dann bist du meine Highscale. Und du meine Lowscale. Und... Oh, scheiße. Das ist ja weder ein Buntäugig noch ein Magier. Das ist ein bisschen blöd. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Oh. Ups.
Soll ich dir helfen? Andererseits, du hast dir damit schon richtig selbst ans... Ja, ich mach mal lieber nichts. Da habe ich jetzt noch Stufe 3. Ja. Schlangenregen! Schon wieder die gerade. Okay, die legst du auf den Friedhof. Wenn du das meinst. Und dann werden Nominal auch wegwerfen. Hier kommt Soha! Der Achtheits! Unermessliche. Okay, hier, ich habe auch Achtheitswasser. I don't need dein Effekt. Okay, das heißt, dass die sofort draußen ist. Möchten Sie Special Summon? Ja, 10 Sterne Monster. Let's go. Jets. 8. Ja, das 10 Sterne Monster kannst du auch gar nicht für Zauber schwören. Was wissen du? Hoffen wir mal, dass du nicht. Ach, ich riskier's nicht. Du könntest immens viel Defense haben. Oh wow. Das ist wirklich mehr. Du kannst also überhaupt nichts tun mit diesen beiden Karten. Ich habe schon überlegt, ob ich dir helfe, sie loszuwerden, aber ist glaube ich besser für mich, wenn ich es nicht mache. Okay, sure. Den Effekt habe ich komplett vergessen. Ich habe jetzt nicht geguckt, was du machst. Ich habe einfach rechte Maustaste gedrückt. Kannst abwerfen. Pendelzone. Oh! Oh wow! Das ist smart. Glück für dich. Super, 1000 ATK, großartig. Vielleicht sollte ich das doch noch diese Runde machen. Okay. Fallentrick! Die kannst du in diesem Zug aktivieren. Was kommt jetzt? Okay. Wenn du mein Venominon irgendwie killst, außer durch Kampf, weißt du, was passiert. Ah, und wenn er durch Kampf gekillt wird, holt er sich selbst zurück. Ja, dann kommt er wieder. So funktioniert der das. Also entweder kriege ich ihn oder sie. Voll. Cheers. Oh, wow, der hat ja ein weniger. Warte mal, Schachmatt. Kann ich mir was searchen? Ich bringe ja eigentlich nicht so viel. Muss eigentlich fast auf den gehen, auch wenn er das nicht aushält. Das ist vollkommen schön, das ist irgendwo, aber was soll man machen? Hm. Okay, cool. Willst du crack? Warte, was? Du machst das wirklich? Okay, ich meine, was stört's mich? Mit der. Ich brauche die schon. Scherz. Im Friedhof nützt mir die eh nichts. Wow! Wow, du killst mich einfach nochmal. Krass. Das ist also dein Plan. Du willst mich einfach schwächen und schwächen und schwächen. Und ich muss mir jetzt irgendwie überlegen, wie ich ihn anders zerstören kann. Geil. Aber warum ist meine Falle eigentlich negated? Ich dachte, ich darf sie diese Runde benutzen. Oh, war das. Achso, nur in diesem. In, ja, jetzt geht sie wieder. Ja, hab's verstanden. Ich hab gelesen. Ja, bist du ein Leser. Okay, du hast ernsthaft dafür gesorgt, dass mein Venominon so richtig scheiße ist. Amen. Gut, dass ich die gezogen habe. Wie geil das einfach ist.
Okay, Venominon. Soha. Let's go. Zu geil. Das ist zu geil. Okay, ich stelle mich mal auf On. Fallentrick. Hä, warum denn jetzt nochmal? Du weißt, was ich damit tun kann und werde. Aber erst warte ich ab, was du tust. Ich überlege gerade in meinem Kopf ein bisschen. Warte mal, du beschwörst dann, du hast dann... Naja, okay. Damit kann ich Venominon zerlegen und deine Bergrau oder was auch immer du sonst spielst. Zum Beispiel die da. Okay. Machen wir das doch einfach mal. Kommt selten genug vor, dass wir die Venominaga sehen. Hier, du magst doch die Firaskel so sehr. Natürlich lässt du den überleben. Hält dich das jetzt ab? Wahrscheinlich nicht, oder? Nun, meine Karte wird doch. Ja trotzdem zu... Ah, oh, fuck! Doch, das Ding hat ja noch den Negate-Effekt, stimmt, den habe ich vergessen. Schnellzauber. Okay. Okay. Sag mal, wenn die aus der Pendelzone zerstört werden, gehen die dann auch ins Extra-Deck? Ich weiß es nicht. Immer wenn sie das Spielfeld. Also da, wenn sie. Ja. Die einzigen Fälle, wo sie auf den Friedhof gehen, ist, wenn sie vom Deck auf den Friedhof gelegt werden oder von der Hand auf den Friedhof gelegt werden. Okay, sure. Oh, okay. Den hast du. Toll, so viel zur Schlangengottheit. Nein, wir wollen sie ja eh gar nicht sehen, nicht wahr? Er braucht die schon. Ja, eigentlich schon, aber Pendel ist, glaube ich, nicht der richtige Gegner dafür. Ja, scheinbar. Egal, ich besiege dich hiermit. Und zwar glatt. Das stimmt wohl. Hast mich nicht genug genervt. Aha! 2-0. Ich weiß auch gar nicht, was überhaupt der richtige Gegner wäre, weil meistens bist du eh so stark, dass du den Effekt nicht durchkriegst, eigentlich. Ja, gut. Also weiß ich nicht, unter welchen Umständen das... Ja, dass sie Damage machen muss und nicht nur angreifen. Ja. Kann man sie ja auch nicht wirklich angreifen lassen, wenn sie zu schwach ist. Also irgendwie ist das sehr merkwürdig, sie überhaupt... Hallo, was war das denn? Was? Hallo? Die haben alle Effekte. Die haben alle Effekte. Oh. Ja, okay, dann nutzt die doch. Ja, das wird mir jetzt wehtun, wenn du dann gleich angreifst, aber soll's. Okay. Ja, die bleibt ja wahrscheinlich jetzt nicht da, oder? Ich weiß nicht, wie ich sie loswerde, aber gut. Schlangen, du kannst auf jeden Fall dafür sorgen, dass du, oder? Wie kriege ich die vom Feld weg, Dennis? Ja, du weißt du was, sie, was ich nicht weiß? Du müsstest sie halt weglinken, aber du kriegst, also du willst ja jetzt eine andere haben, also von dem her, da bleibt sie halt da. Ich krieg zwei Marken. Yay. Yeah. Ich meine, damit kannst du sie unter Umständen zerstören, aber du brauchst halt die richtige Karte für. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, eins von dem Alien-Monster konnte man, glaube ich, beschwören, indem man 10 Marken wegnimmt, oder? Ich bin mir sicher. Also ich kann jetzt Nunu vom Friedhof holen. Und dann könnte ich linken. Ja, das aber... ist eine Methode. Aber dadurch würde ja mein
Wenn Nominon schwächer, also, na egal, machen wir es trotzdem. Hä, wieso denn? Die gehen doch dann wieder auf den Friedhof, wenn sie gelinkt werden. Scheiße, pfff, ich will dir keine Angriffsfähigkeit. Oh, ich kann ja auch exceeden! Klar, das funktioniert auch, aber dann ist es natürlich weniger, weil die gehen ja erst in den Friedhof, wenn du sie abhängst. Heilige Scheiße. 1, 2, 3. Okay, komm, ich zeig dir mal ein Link-Monster. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen. Ich meine, wenn du jetzt exceedest, musst du sofort was abhängen, weil sonst hast du nicht mehr genug im Friedhof, um die Karte überhaupt zu beschwören, weil du über 5 Karten im Friedhof brauchst. Im Moment reicht's. Danke für den Tipp. Warum sollte ich das jetzt machen? Ich hole ihn erst nächste Runde. Okay, wenn du meinst. Ja, du bist dran. Ergötze dich am außerirdischen Schocksoldat M-Frame. In seiner Shiny-Version. Okay, wenn du meinst. Sein Anblick ist. Naja. Sehr okay, wir legen den da rein. Wir legen den da rein. Wir nutzen seinen Effekt. Und legen. Ah, ich hab aktuell kein Dingens. Ich könnte natürlich auch. Kann ich dafür sorgen, dass ich den beschwören könnte? Ja, könnte ich, wenn ich den hier nehmen würde oder den anderen. Warte, du bist für Magie. Ja, egal, nehmen wir den. So, das wird jetzt Full House, das kann ich dir schon mal sagen. Was zur Hölle ist da alles getriggert, Mann? Hä? Das sind nur zwei Effekte, Mann! Ja, aber da steht über. Weißt du, was da rechts alles steht? Ich weiß nicht, wo lese ich die gerade überhaupt? Ich weiß nicht, was du laberst, was da rechts alles steht. Da stand doch überhaupt nichts bei mir! 200. Also. Hier unten erst, genau, das sind die ganzen Beschwörungszeilen. Ja, ich habe nur gerade überlegt, ob ich meinen Schnelleffekt brauche, aber eigentlich brauche ich den, glaube ich, grundsätzlich gar nicht. Schnelleffekt, du kannst ja was abwerfen, lege eine INC-Marke. Okay, du kannst mir eine Alien-Sun-Marke geben, sure. Ich kann jedem eine geben, je nachdem wie viele Sterne ich habe. Was mir das dann im Nachhinein bringt, wer weiß. Ein anderes außerirdisches Monster könnte die dann hoffentlich einfach alle in die Luft jagen. So, beschwören wir den ich fast nie beschwöre. Aber jetzt ist es mal Zeit. Warte mal, der geht jetzt eigentlich. Ja, gut. Kann ich ihn wieder beschwören? Die Battle Phase läuft. Ja. Hast du dagegen was auszusetzen? Hast du dagegen was auszusetzen? Ja, der kriegt 2. Nur für den Fall, dass ich 2 brauche. Okay. Jetzt aber überlebe ich die Runde eigentlich? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Falls diese Karte durch einen Kampf zerstört wird, du kannst Reptil nicht Link Monster mit unterschiedlichen Namen bis zur Anzahl der Monster mit A-Zellmarken, die der Gegner kontrolliert. Oh, nice. Ich blocke jetzt einfach ein paar deiner Angriffe.
Wer von denen darf noch angreifen? Zwei oder drei? Nicht lügen. Auch nur. Ja, gut, die sterben ja dann eh wieder. Dann habe ich genug, oder? Ich denke, dann habe ich genug. Okay, offene Verteidigung. Offene Verteidigung. Schon nützlich, der Typ, nicht wahr? Das Exit-Monster hätte mir so gar nichts gebracht. So, falls diese Karte vom Friedhof gespecialt wird, du kannst diesen Effekt aktivieren. Dein Gegner zieht eine Karte. Und falls er dies tut, fügst du deiner Hand ein Achtheitsmonster von deinem Deck hinzu. Dann legt jeder Spieler eine Karte von seiner Hand auf den Friedhof. Ja, meinetwegen machen wir das. Wow, Mann, habe ich große Auswahl. Tja, leg ab. Ich hoffe, das war was Wichtiges. Und ich leg die gleich auch ab, weil Bock. Wird schon passen. Greif an. Und vergiss nicht, du willst den außerirdischen Schleicher am Leben lassen. Ach du Scheiße, du kannst was? Ja. Größer oder was hast du denn jetzt schon wieder? Ja, ein Effekt. Oh fuck, das tut mir. Ein Effekt, den ich nicht nutzen konnte. Warte mal, der kann den gar nicht kaputt machen. Okay, der bleibt wirklich am Leben. Ich kann den ja gar nicht so zerstören. Ja, hier. Wow. Weakling. Ja, ich hätte den nicht spielen dürfen. Was mache ich jetzt? Oh, okay. Das geht auch. Das Lichtreptilmonster. Stark genug? Ja! Auf Null setzen, aber ich bin eh stark genug, also was soll's. Eigentlich wollte ich den seinen Effekt benutzen, um dein Monster loszuwerden, aber das reicht auch. Okay, der darf nur den töten. Kannst du pendeln? Dass die das immer machen müssen. Ich habe noch nicht einmal eine Backrohr. Ja, aber trotzdem, es muss sich aktivieren. Hm. Er weiß, am Ende hast du noch eine Karte, die du von Hand aktivieren kannst. Ja. Thank you.
Ungeheuer! Er hat gar keine Quelle angegeben für seinen Scheiß. Revenue-Ding. Video Game Insights ist die Quelle. Wenn die existieren. Oh, du hast den wiedergeholt. Cool. Musst du meinen Außerirdischen töten? Ja. Ha! Einmal pro Kette, wenn ein Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, ändere sein ATK zu 0. LOL! Das finde ich aber nicht so nett. Wieso hast du ihn, hättest ihn halt nicht aktiviert? Ja, jetzt wenn ich da eine Option habe. Ja, okay. In dem Fall ist das wohl so. Du hast ja noch einen Free-Angriff, also, ja. Trotzdem geil. Vor allem blinkt mein Monster. Ich bin so, yes, let's go. Hier, du kriegst nochmal zwei extra Zellmarken. Ja. Schön. Gewinne ich das etwa? Hab ich eine Chance? Ich kann ja nichts machen. Und da ich mein Synchromon, da ich nicht in der Lage war, meine Scales zu zerstören, bevor du das Synchromonster kaputt machst, konnte ich das nicht in die Scale legen. Wodurch ich den ATK-Boost-Effekt von dem nicht kriege. Cheers. Das lief besser als erwartet. Cool. Bewerten nicht vergessen und ciao. Ciao.